Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic, beziehungsweise Republic, die gerade so klein ist. Weil, ups, weil gerade, als ich endlich hier mehr oder weniger Ruhe gehabt habe, beziehungsweise mehr oder weniger, ja, kam Bürgerkrieg. Einfach so, yeah, geil. Das ist natürlich nicht sehr geil. Also, ich war bei 60% ungefähr. Und jetzt haben sich die Abtrünnigen abgetrünnigt. Gut, also, ich werde jetzt zuerst. Also, hier die Rebellen sind mir ehrlich gesagt egal. Ich werde auf jeden Fall zuerst die Rebellen vernichten, dann. Warte, ich gehe mal hier runter, weil die da ist gerade gefährlicher. Die ist gerade noch überhaupt nicht gut. Aber egal. So, also. So, das da erstmal fertig. Super. Dann Rang erhöht. Dann wird er seinen Rang hier auch gleich erhöhen. Auch gleich. Super. Oh, die versklave ich mal. Und dann werde ich. Verdammt. Oder vielleicht habe ich Glück. Und ich kann noch ein bisschen weiter laufen. Warte mal. Ja, Level 2 kann ich hier leider nicht machen. Unterhaltungskosten. Nope. Anheuerungs. Ich mache natürlich die Verstärkungsrate. Weil dann heilen die sich natürlich schneller. Ja. Super. Ja, aber ich habe leider. Ich bin leider nicht weitergekommen. Also ich wäre gerne noch ein bisschen weiter hier rein, damit die weiter heilen. Aber ja, ist jetzt nicht ganz so tragisch. Steuerernte, Wei Parteiloyalität, Bündnis abgeschlossen, Provinz umstritten. Okay. So. Ich glaube, das war's jetzt. Warte mal. Ich will mal schauen. Ich bekomme 600 pro Zug. Das ist natürlich nichts. Okay, ich habe keinen wirklichen General. Weil meine Generäle sterben immer, wenn ich gewonnen habe. Und dann aufräumen will. Und dann aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich hat ein Ziegelstein ihn aus dem Sattel geworfen. Und er hat sich erschreckt. Naja, okay. Ich kann aber noch. Nee, kann ich nicht mehr. Ah, stimmt, weil wegen denen. Gut. Dann schauen wir einfach mal, was die nächste Runde uns beschert und ob die Abtrünnigen irgendwas Wichtiges machen. Die kümmern sich wahrscheinlich gerade um. Aus einem Abkommen zwischen uns würde eine mächtige Streitkraft hervorgehen. Mach dich mal sauber. Senonen. Nein, du zahlst mir. Ein Bündnis würde uns beiden nützen, glaubt ihr nicht? Alle Omen weisen darauf. Ja, alle Omen. Frag mal die Oma. So, jetzt kommen wir wieder zwei Fullstacker mehr. Natürlich. Das ist doch immer so. Also, keine Ahnung, wo der immer seine ganzen Fullstack-Armeen herbekommt und wo er das ganze Geld herbekommt. Aufstand in der Hauptstadt. In der Hauptstadt gibt es einen Aufstand. Ach so. Ihr glaubt, dass er von einer anderen politischen Partei angezettelt wurde. Wie reagieren Sie? Ich weiß nicht, von welcher Partei denn die sich abgesplittert hat. Öffentlich anklagen, Privatanklagen, Aufstand niederstrecken. Ich
Mutmaßliche Unruhestifter öffentlich beschuldigen. Mutmaßliche Unruhe hinter geschlossenen Türen beschuldigen oder aufstachelig niederschlagen. Ohne euren Verdacht zu äußern. Ich klag die mal privat an. Es sind wieder zwei Fullstack-Armeen. Irgendwie. Ich. Ja, nee, hier sind. Kann ich die so töten? Ich weiß es nicht. Ja. Sehr schön. Und was hatte. Wow. Einheitsverstärkung für Begleitarmee. Sichtfeld. Ja, das ist alles Begleitarmee. Ich will aber nicht. Autorität. Ja, ich weiß nicht. Das taucht mir gerade. Ja, okay, dann mache ich mal Erfolgswahrscheinlichkeit gegen feindliche Agenten. Die neuen Attribute taugen mir nicht ganz so. Ich kann es verstehen, weil so eine high, also so hoch gerankte Spionen auf Damage war schon echt übertrieben. Aber dass der jetzt irgendwie nichts verloren hat? Wieso hat er nichts verloren? Ja, es sind halt zwei komplette Fullstack-Armeen, ne? Das ist das Schwere daran. Wir werden den Feind das Fürchten sehen. Ich will eine ordentliche Garnison sehen. Okay, also er wird mich jetzt 100% angreifen, aber ja, ich hoffe, ich kann wieder ein bisschen, mich einbunkern. Ich glaube, wenn... Alter, es sind halt 4000 Leute, ne, gegen meine 1600, beziehungsweise, ja, fast 2000. Aber die zählen nicht wirklich, die sind zu angeknackt. Okay, also ich werde es auf jeden Fall probieren. Und ihr könnt es gerne skippen. Also es wird, wenn ich gewinne, ja, es wird halt ein bisschen dauern, glaube ich. Aber ist halt wieder so ein Kampf. Wenn ich gewinne, dann ist es gut. Wenn ich verliere, dann bin ich eigentlich fast im Arsch. Und ja, dieses Mal habe ich keine Pfähle und so weiter. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay. Gut ist auf jeden Fall, dass ich viele Kavallerieeinheiten habe. So, okay, also Speereinheiten. Ich erwarte eure Befehle. Ja, hier ist halt so ein Loch, aber da kann ich nicht hin. Na egal, wird ausreichen müssen.
Dann habe ich noch Schwertkämpfer hier. Schwertkämpfer da. Ja. So. Gut, dann bunkere ich mich mal da ein. Hier. Gut, bin ich versteckt. Und hier kann ich mich auch verstecken. Beziehungsweise da. Dann in dem Busch. Okay, dann. Ah, ich habe noch einen Speer. Sogar einen ziemlich guten. Und hier noch eine Infanta. So. Die da gehen. Hier zur Verstärkung quasi. Gut. Wir können. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh nein, auch noch von da. Oh Gott. Das ist jetzt mega. Mega, mega schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Das ist jetzt schlecht. Kombiniere die mal. Oder warte, ich bleib mal hier stehen. Also der kommt normal von da, aber wo geht der hin? Okay, sieht so aus, als würde er von hier kommen. Ich hoffe, er will hier rein und nicht unbedingt mit allem da rein. Kampfschiffe bereit zum Angriff. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. Der will einfach nicht, ne? Das ist so ein Schmarrnschmodder-Scheiß. Ah, Junge, Junge, Junge. Okay, der ist halt der. Ja. Ich bräuchte jetzt wirklich die Spartaner. Die. Mach schon. Okay, sind es jetzt nur. Nee, da sind auch schon Speerkämpfer dabei. Okay, es fängt an. Ah, die da sternen mich gerade noch. Oh, hey. Die gehen einfach vorbei, okay. Wir brauchen euch. Gehen jetzt einfach vorbei oder was? Was geht denn bei denen?
komische Leute. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Zerstückelt sie! Schnell vorrücken! So. Okay, Nummer 1 ist schon mal weg. Schau mal, wie schnell die sind. Unser General wird angegriffen. Das ist ja wie bei Arena, also Total War Arena, wo die Einheiten noch so einen Ansturm haben. Das ist echt lächerlich. Ja, ich weiß nicht, also... Ja, die haben bis jetzt nur echt wenig verloren. Der ist schon mal weg, das ist schon mal gut, aber das Problem ist, Speerinfanterie bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Schneidet sie in Stücke! Ich komme halt nicht zu den Bogenschützen, ne? Also das da ist richtig clever, was der da macht. Ich versuch's mal von der anderen Seite. Ja, hier komme ich auch nicht rein. Alter, 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 Alter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wo schießen die denn hin? Ich muss ja versuchen, da durchzubrechen, sonst habe ich. Sehe ich wenig Chance. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Nee, das. Ah, scheiße. Komm. Versuchen jetzt. Banken. Durchbrechen. Durchbrechen. Super, sehr gut. Hallo, angreifen und angreifen. Was
gehen mit denen. Ja, auch bitte angreifen und zwar schnell. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr gut. Die halten schon sehr gut aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, und die Falken natürlich ich jetzt nicht mehr. Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zieht euch zurück! Ach die, okay. Die ganzen Fernkämpfer machen meine Pferde platt. Ja. I see. Bitte schießen, ganz genau. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Cool. Das ist ein schändlicher Anblick. Schau, was für ein Charge die haben. Das ist... lächerlich. Ah, Junge. Ja, und der hat sich jetzt das zweite Mal gesammelt. Willst du mich verkacken? Ja. Das ist doch lächerlich. Ja, und der macht jetzt wieder alle platt. Ja, ist zu weit weg dafür. Kurzer Charge. Ja, komm, jetzt gehe ich all in da rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und deren General lebt halt immer noch, ne?
Rodriguez! Der Angriff! Talische Kavallerie! Rückt vor! Angriff, volle Kanne Angriff. Volle Kanne, volle Lotte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die war schon da, okay. Sehr schön. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, geht schon. Super, yes, okay, das war extrem wichtig, das war extrem wichtig. Ja, wobei immer noch auf den General. Letzter Aufschwung. Charge, bam. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir sind erschöpft, ja. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Durchbrecht die Linien! Equites! Ja, aber ich sehe gar nicht so schlecht gerade. Zu angreifen! Schiffe warten! Kampfschiffe einsatzbereit! Equites! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff! Nein! Ja, aber das war irgendwie klar. Ja, aber das war irgendwie klar, dass der jetzt stirbt. Schade, aber es war klar.
Er war auf jeden Fall richtig heftig, der General. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schnelle Nahkampfkavallerie! Equites! Kampfschiffe bereit zum Angriff. Schwerter! Steinschleuderer! Schnelles Marschieren! Wie ihr befehlt. Oh Gott, was für ein Kampf, Mann. Uiuiui. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Equites! Kampfschiffe bereit zum Angriff. Schade, dass der General gestorben ist, weil der wäre jetzt richtig hochgelevelt. Ja, komm mal alle zurück. Und lasst es mal den ganzen Fernkämpfern hier. Super. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Oh Gott. Uiuiuiuiui. Teurer Sieg, sehr teurer Sieg. Alter. Ja, Kavallerieeinheiten, ne? Die waren richtig krass. Der General hat ja ewig ausgehalten hier. Ah ja, 200 gekillt und also ja, wow. Das waren auf jeden Fall Helden hier. Das waren Helden. Aber schade, dass mein General gestorben ist. Schade, schade, schade. Okay, also, die haben 4000 aufgestellt, wir 2000. Die haben 3000 verloren, wir 1000. Also, ja, die ein bisschen, also, ja, drei Viertel und wir die Hälfte und dann verbleiben 900 und 700, naja, getötet 1000 und fast 3000, ja. Krass, der hat fast 300 Einheiten selbst gekillt. Warte, und wir, warte mal. Wir haben getötet. Warte, verloren. Nee. Hä? Ja doch. Das stimmt. Und er hat 1-1, also 1200 fast. Ja, okay, wir haben ein bisschen selbst getötet. Aber Alter, unser General, Mann, der war krass. Der war wirklich heftig drauf. 501. Ja, schon wieder, ne? Furia, hier. Furia, zweimal Furia. Ach, das sind unsere alten, ne? Super, die sind wieder da. Befehle. Aufstand in der Hauptstadt. Oh, jetzt habe ich ein neuer Anführer. Agent erholt, Rang erhöht. Okay, warte, das habe ich jetzt nicht gelesen. Aufstand in der Hauptstadt. Die beschuldigte Partei steht jetzt auf weniger guten Fuß mit euch. Hat aber keinen Einfluss verloren. Loyalität. So, was können die denn machen? Also, Unterhaltskosten, Steuersatz ist auch gestohlen bei Ausstellung. Ach so, 25% Gold gestohlen bei Ausstellung auf feindlichen Territorium. Ich glaube, Scheidung, Bekehren, Freisteiger, kulturelle
Konvertierung. Unterhaltskosten für Begleitarmee mache ich nicht. Steuersatz. Bei Aufstellung minus 1 öffentliche Ordnung in. Achso, nee, das ist blöd. Dann mache ich das da. Und gehe mal gleich hier rein. Und ja. Versuch mal den. Durch deine Hand, super. So, wenn ich den angreife, greife ich auch gleich den an. Warte mal. Das wird reichen. Aber ich spiele das kurz, aber ich werde das skippen. Auf jeden Fall, ja, nächste Folge werden wir dann, ja, das brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Ich werde eigentlich nur die Söldner benutzen und meine Fernkämpfer einfach. Also, damit die Einheiten nicht sterben und halt meinen neuen General zum Aufräumen. Aber ja, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, das war jetzt wieder eine relativ lange Folge, vor allen Dingen auch mit der großen Armee. Im offenen Feld hätte ich die nie besiegen können. Also auf keinen Fall. Da waren meine Einheiten so schlecht. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.